Was? Das habe ich deswegen gemacht. Nein, Spaß. Nein. Das ist Witz, oder? Hallo, ich bin der Donald. Ich bin Laura. Zusammen sind wir Laura und Donald. Wir sind heute bei Wisst ihr noch und spielen Wahrheit oder Schott. War es dir am Anfang unangenehm, mit der Tochter deiner Chefin was anzufangen? Ja, es war mir unangenehm, als ich schon im Kopf so die, sag ich mal, die Absicht hatte. Und war ein seltsames Gefühl. Wo siehst du Ähnlichkeiten zwischen mir und deinem Vater? Der Mann ist jünger. Ja, mein Vater ist erstens 10 Jahre jünger. Das ist jetzt keine Ähnlichkeit. Nee. Ihr habt keine Ähnlichkeit. Das wäre schon echt eklig, wenn ihr eine Ähnlichkeit hättet. Charakter. Also ihr seid beide introvertiert, aber... Jo. Würdest du aussehen wie er oder so sein wie er? Das wäre echt eklig. Also ich finde es nicht schlimm, dass mein Vater jünger ist. Ich meine, Alter ist nur eine Zahl auf dem Papier. Gibt es ein Rollenspiel, welches du gerne mit mir ausprobieren würdest? Rollenspiel? Also sowas wie, oh, du bist der Doktor und verarztest mich? Womöglich im sexuellen Bereich, aber vielleicht auch einfach so als Theaterstück? Nee, da habe ich jetzt keine Vorstellungen. Okay, willst du jetzt nicht trinken? Ja. Boah, abartig. Alter, ich muss jetzt schon kotzen. Oh, ach komm. Oh Gott, ist das scharf. Wie oder womit glaubst du, kannst du mich in jedem Fall immer antören? Mit meinem Oberkörper. Ja, immer, immer. Okay. Stehst du auf durchtrainierte Oberkörper? Also eigentlich stehe ich erstmal auf Frauen. Das war gar nicht geplant, dass ich mit ihm zusammenkomme oder generell nochmal mit einem Typen, weil ich schon, sage ich mal, jetzt zu, weiß ich nicht, 95% nur auf Frauen stehe. Und durchtrainierte Körper waren für mich nie irgendwie ansehnlich oder so, war mir nicht wichtig. Aber von ihm gefällt es mir. Von Anfang an. Ja. Sie verfolgt jetzt so eine Influencerin aus den USA und ich hoffe nur, dass die nicht noch irgendwann mal nach Berlin kommen. Meine echte Konkurrenz. Nein, ich habe einen Crush auf sie. Was hat dir am Anfang unserer Beziehung am meisten Angst in Bezug auf unseren Altersunterschied gemacht und macht es dir sogar immer noch? Angst hatte ich jetzt nicht vor irgendwas. Ich habe nur Angst vor dem Schmerz, wenn es soweit ist. Weil biologisch ist es ja klar, dass du vor mir stirbst. Mhm. Vor dem Schmerz dann kommen könnte. Aber überleg mal, was noch vorher alles kommt. Du musst Geld investieren in Rollatoren, in Pflege und ich weiß nicht was. Ne? Macht dir das keine Angst? Nee. Warum sollte es? Bist du schon mal fremdgegangen? Wenn ja, wann zuletzt? Wann zuletzt? Ist tatsächlich... Ey, danach haben wir eine Gastritis, haben wir hier. Was würdest du sagen, wenn ich dir jetzt einen Heiratsantrag machen würde? Ja. Sie würde ja sagen. Ja. Es ist schon romantisch, kein Thema. Aber ich glaube, sie will es noch ein wenig romantischer. Ja. Ja. Ihr hättet ja ein paar Lampions und Ballons. Sowas aufhängen, Ballons und sowas. Ja. Hätten wir vorher absprechen müssen. Soll ich eine Kerze holen? Eine Kerze. Kein Ring dabei. Hast du schon mal ein Nacktbild verschickt? Ja, ganz viele. Ja. Ja. An wen? Na, an dich, an die Ex-Partner. Und wie findest du das? An mich finde ich es jetzt gut, an die Ex-Partner nicht so gut. War doch alles so in der Zeit. Trotzdem. Die Vorstellung zählt. Wen meiner Freundinnen findest du am attraktivsten? Na, das ist ja ganz einfach. Tatsächlich die Tina. Ari wird jetzt so fluchen. Was? Das habe ich deswegen gemacht. Nein, Spaß. Nein. Das ist ein Witz, oder? Ja, das ist ein Witz. Okay. Also ich habe beide kennengelernt. Beide sind attraktiv. Kein Thema. Ja. Und das war jetzt nur, um die bessere Freundin zu ärgern. Ari ist die harteste. Kopf ab. Was ist der verrückteste Ort, an dem du es je getan hast? Ich glaube auf eine Skaterbahn. Skaterbahn. Okay. Eine Inline-Skaterbahn. Okay. Hättest auch trinken können. Was war die letzte Porno-Kategorie, die du geschaut hast? Die letzte Porno-Kategorie ist auch ultra lange her. Nein. Boah. Was ist für dich ein No-Go im Schlafzimmer? Oh, ja, vielleicht so an. Darf man das so sagen? Okay, willst du nicht lieber trinken? Bondage. Okay. Gewalt. Ich kenne die Antwort. Was an mir bringt dich so richtig auf die Palme?
sie ist tatsächlich total unordentlich. Sie lässt Sachen rumliegen. Ich hab einen ganzen Haushalt voll mit leeren Red Bull-Dosen. Das glaubst du nicht. Ja. Und die Morgenmuffigkeit. Also das ist auch teilweise. So, das wär's. Hast du schon einmal heimlich meine Nachrichten gelesen? Und wenn ja, warum? Ja, habe ich. Am Anfang vor allem, weil wir sehr viel Stress mit seiner Ex-Freundin hatten. Etwas. Und ja, die uns immer aufs Übelste beleidigt hat. Und da halt Sachen ausgesprochen worden sind, die hätten geheim bleiben sollen. Also einfach unter uns. Du kannst jetzt aufhören, du musst jetzt nicht alles erzählen. Hast du jemals die Größe deines besten Stück gemessen? Gemessen? Tatsächlich mal haben wir das mal als Teenager mal gemacht, ja. Ja, ich bei dir auch. Hm? Was? Möchtest du mit mir Kinder haben? Also ich will generell keine Kinder. Ich würde mit dir Kinder haben wollen, aber dadurch, dass ich keine will, will ich keine. Aber wenn zur Debatte steht, würde ich mit dir Kinder kriegen, ja. Ich würde keine Kinder mehr haben wollen, weil ich einfach viel zu alt bin. Wenn das Kind dann irgendwie in die Schule kommt und so und ich das Kind dann abhole, dann wird wahrscheinlich die Frage kommen, ist das dein Großvater und so weiter und so fort. Und die Sache ist, dass ich dann irgendwann mal sterbe, als das Kind wahrscheinlich noch recht jung ist. Was war das Erste, das du gedacht hast, als du mich kennengelernt hast? Tatsächlich hat sie, wir haben ja zusammengearbeitet, es war jetzt keine schlechte Beleuchtung da, aber sie hat nochmal Licht reingebracht und ich bin tatsächlich mal wieder gerne dahin gegangen, weil dieser Job damals, der hat mir nicht mehr so gefallen und ich hatte schon mal überlegt, aber als sie dann ankam, dachte ich, okay, jetzt kannst du erstmal noch ein bisschen da bleiben. Oh. So. Süß. Wenn ihr noch mehr von Wisst ihr noch sehen wollt, links und rechts klicken. Oben abonnieren und fleißig kommentieren. Tschüss! Tschüss!